von Digitiert zu Minomon. Minomon digitiert zu Bomon. Seid mir gegrüßt, meine lieben Zuschauer und Abonnenten. Hier ist wieder Mega 88.1000. Und wie ihr es bereits vom missglückten Unboxing und Update darin erraten konntet, ist das jetzt die ausführliche Review über D3 Studio Stingmon Statue Figur plus der kleinen Bonusfigur von Minomon. Aber bevor ich die Review starte, gibt's erstmal wie gewohnt Stingmons offizielle Charakterdaten und das zum ersten Mal für Stingmon. Stingmon, ein extrem ungewöhnliches Insekten-Digimon in humanoider Gestalt, das man aber nur selten zu Gesicht bekommt, da sie sich meistens in den tiefen, dunklen Wäldern der Digi-Welt aufhalten. Durch ihre guten Sinne können sie aber mögliche Feinde trotzdem mühelos ausmachen und sie überraschend angreifen und gnadenlos besiegen. Dabei nutzen sie ihre extreme Geschwindigkeit und ihre hohe Intelligenz. Stingmon besitzt demzufolge flinke Bewegungsgeschwindigkeiten und ein robustes Exoskelett, was die Merkmale von Insekten-Digimon ausmachen. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeiten als Attentäter aus und der mit seinen flinken Bewegungen und seinen scharfen Urteilsvermögen auf die Eingeweide des Gegners zielt und ist auf Angriffe spezialisiert, die den Gegner mit einem einzigen Schlag zum Schweigen bringen. Stingmon gilt als hochintelligent und hat eine große Gelassenheit zusammen mit einem kühlen Gemüt. Wegen dieser hohen Intelligenz sind sie für Adult- bzw. Champion-Level-Digimon außerdem ziemlich stark und so kann Stingmon es sogar mit dem ein oder anderen Perfect-Level-Digimon bzw. für uns Ultra-Level-Digimon aufnehmen. Sein Spezialangriff ist eine furchteinflößende Technik, bei der er den Gegner mit den Spikes an beiden Armen aufspießt. Genannt Spiking Finish. Bekannt und übersetzt bei uns im Anime als letzter Stich. Falls ihr euch erinnern könnt. Was auch sehr gut zum zuvor erwähnten passt. Wie ich finde. Abgeleitet davon, was wir aus dem Adventure 02 Anime kennen, würde ich die genannten Spikes sogar eher als eine Art ausfahrbare, durchsichtige, pinkfarbene Laserklinge oder als so einen Spike bezeichnen, die er aus der Oberseite seiner rechten Hand ausfahren kann. Hier im Text klingt es eher danach, dass er diese Technik mit beiden Händen ausführen kann. Außerdem kann Stingmon Hell Squeeze ausführen, indem er mit seinen Antennen Energie vom Gegner absorbiert oder seiner Gegner absorbiert. Er kann außerdem Moon Shooter, eine Technik, mit der er die Spikes an seinen Armen auf seine Gegner abfeuert, und zusätzlich Moon Shooter. Mit dieser Technik feuert Stingmon mehrere große Nadeln auf seine Gegner. Mit Assassin's Dance kann er Kombinationen von Hieben mit den Nadeln bzw. den Spikes an seinen Armen ausführen,
Außerdem ist Stingmon die digitierte Form von Wurmmon, Kens Partner-Digimon im späteren Verlauf der zweiten Digimon-Staffel sowie Ex-Wemons Jokras Shinka-Partner, um sich zu Peltramon zu kombinieren, beziehungsweise weiterzuentwickeln oder für uns halt auch DNA-Digitationspartner, sowie für Peltramons weitere Evolutionen wie Imperialdramon, Dragon und Fighter Mode zu erreichen. Kommen wir nun zur eigentlichen Review. Zuvor noch etwas allgemeine Fakten zur Figur und zur Vorgeschichte. Nochmal, diese Stingmon-Statue ist wie gesagt vom D3 Design Studio, eines der unzähligen chinesischen Design Studios, die solche inoffizielle Kunstharz-Statuen herstellen. Demnach ist Stingmon hier inoffiziell und des D3 Studios Versuch an einer Statue vom Digimon-Charakter Stingmon. Ich habe ihn im Herbst 2021 bestellt. Vorher war Stingmon ein Vorbestellartikel. Man könnte sagen, dass das D3 Studio ihn Ende 2021 veröffentlicht hatte. Was ich bis jetzt so gesehen habe, kann man sich auf die angegebenen Release-Daten im Allgemeinen bei den verschiedenen Design-Studios nicht so ganz verlassen. Es ist mir eine Richtlinie und es ist stark davon abhängig, ob die Produktion einer bestimmten Figur gut vorangeht oder ob es eben Schwierigkeiten gibt. Je nachdem, diesen Faktoren, können Sie den voraussichtlich angegebenen Monat des Releases einhalten oder er verschiebt sich eben. Es sind halt inoffizielle Designstudios, die keine exakten Release-Dates, Monate einhalten müssen oder können, anders als bei den offiziellen Figuren von Bandai, Mega House und so weiter. Wie ihr vom missglückten Unboxing-Video und Update darin wisst, ist dieser Stingmon meine erste Statue vom D3 Studio und war gleichzeitig meine erste Bestellung beim foryugk.com Shop, eine mehreren solcher chinesischen Online-Shop-Seiten, die hauptsächlich nur mit solchen inoffiziellen Popkultur-Kunstart-Statuen im Allgemeinen handeln, beziehungsweise sie zusammen mit den Studios vertreiben. Wie gesagt, wenn ihr das Unboxing und des integrierten Updates darin gesehen habt, wisst ihr, meine erste Bestellung kam ziemlich beschädigt und halb zerbrochen bei mir an. Daraufhin veranlasste der Shop, das Studio Ersatzteile zu schicken, beziehungsweise den Umständen entsprechend eine fast komplett neue Figur, die leider auch wieder etwas beschädigt ankam. So musste ich betroffene Teile wieder anleimen. Ich sagte zwar im Update-Teil vom Unboxing, dass es noch ein paar mehr Details zur gesamten Reklamation am Ende dieser Review gibt, habe mich aber dazu entschieden, dafür nochmal ein extra Video zu machen, um die Review kürzer zu halten. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch, weil es gibt halt noch ein paar mehr Sachen dazu. Wie im Update-Teil vom Unboxing bereits erklärt, wollte ich aufgrund, dass die zweite Figur auch wieder beschädigt kam, kein richtiges Unboxing damit extra filmen und hatte mich entschieden, euch das Update gleich ans Unboxing mit ranzuhängen und es euch auf diesen Weg zu zeigen. Weil im normalen Zustand hätte ich beim Unboxing nur noch das Flügelteil am Rücken anstecken müssen, weil das ist ja mit Magneten versehen und dann hält das normalerweise und ja, die Spikes in die Hände stecken und dann wäre es im Prinzip die Figur komplettiert gewesen. Und alles andere habe ich euch ja trotz der Beschädigungen alles gezeigt, ausgepackt, zeigen können, nur halt leider nicht die Figur dann komplett. Dieses Mal war zum Glück nur der rechte Arm und seine rechte Antenne in zwei gebrochen. Ohne mich selbst loben zu wollen, aber ich habe es ziemlich gut hinbekommen, seine rechte Antenne wieder ziemlich exakt und sauber an die Bruchstelle
zusammengeleimt zu bekommen, zu haben. Ja, wo sie einst zerbrochen war. Also so, dass man kaum die Bruchstelle wahrnimmt, beziehungsweise kaum sieht, dass sie mal abgebrochen war. Und es ging besser als gedacht und klappte beim ersten Versuch. Den Arm wieder anzuleimen war dagegen weniger schwer. Der war an einer guten, unsichtbaren Stelle abgebrochen. Deshalb einfacher als mit der Antenne, weil man dahingegen alles sieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und jetzt werde ich euch gleich die Figur mal im Detail auch zeigen. Und hier, ich zeige euch mal die Bruchstelle. Ich denke, man sieht's im Close-up. Da war die abgebrochen. Und der Arm war genau da geteilt, wo der Handschuh beginnt und der normale Arm aufhört. Ja. Wie gesagt, ich zeige euch die Figur jetzt im Detail und dazu räume ich mal den Karton weg. Box, gib mir ein paar Sekunden, um hier eine bessere Ansicht zu kreieren. Dass man das auch ein bisschen besser sieht hier. Ja, hier hätten wir das Ding, Mann. In voller Pracht. Und ich drehe ihn euch mal. Dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie toll er eigentlich umgesetzt ist. Aber ich habe natürlich wieder sehr viel vorbereitet, sehr detailreich alles herausgearbeitet und dementsprechend auch ziemlich gut lackiert. Also wenn man sie unbeschädigt bekommt und den ganzen Ärger nicht hat, mit der Reklamationssache und ja, dann ist es eigentlich eine tolle Figur vom Charakter Stingmon. Ich denke, es hat euch jetzt erstmal für den Moment überzeugt. Mein erster Punkt dazu ist jetzt die gewählte Pose und Umsetzung. Ich habe es ja schon angeschnitten. Die gewählte Pose, finde ich, passt sehr gut zum Stingmon-Charakter. Sie strahlt sehr viel Stärke und Entschlossenheit aus, also passend für den Charakter hat das Studio sehr gut hinbekommen, wie ich finde. Und auch wenn es eine Non-Bandai-Mega-House und inoffizielle Statue ist, ist es deutlich zu erkennen, welchen Digimon-Charakter sie repräsentieren soll. Besser gesagt, ist es deutlich zu erkennen, dass es Stingmon ist. Zur allgemeinen sehr gelungenen Umsetzung würde ich auch seine Waffen-Option-Ports zählen, weil er damit reichlich kommt. Und das zeigt auch richtig gut, dass auch das D3-Design-Studio seine Hausaufgaben zum Charakter Stingmon auf jeden Fall gemacht hat, um eine angemessene Darstellung und Repräsentation für die Stingmon-Statue zu ermöglichen. Und die zeige ich euch. Ich habe sie euch ja schon im Unboxing gezeigt. Das wären die verlängerten Spikes in der normalen Form, die man anstatt der verkürzten halt anstecken kann. Werde ich euch sicherlich auch noch dann vorführen. Wie gesagt, ich habe sie euch ja schon gezeigt und die wichtigeren sind vielleicht doch die seine Art Laserspikes für seine Attacke Letzter Stich beziehungsweise Spiking Finish. Das original japanische Bezeichnung dafür. Die, besser gesagt. Ja. Und
Ich werde euch natürlich auch den Laserspike anstecken. Ich habe das auch alles ein bisschen mit Küchenpapier bereits ausgestopft, damit es besser hält, weil man hat hier für diese Spikes keine Magnete. So sieht der verkürzte Spike aus. Im Prinzip ist es ziemlich einfach, das auszutauschen, aber es hält halt nur nicht sehr gut. Hier habe ich mal Glück gehabt, der hält. Und schon hat man eine etwas andere Darstellung für Stingmon erreicht. Mit seinem Laserklingen Spike. Spike King Finish Attacke ausgefahren. Was ich euch vorhin zuvor alles erzählt habe. Machen wir nochmal eine Drehung. Mit diesem Spike dran. Ja, die niedliche Bonusfigur von Minomon, die würde ich auch noch zur guten Umsetzung zählen. Die gab es aber, glaube ich, nur für die ersten Vorbestellungen, für die erste limitierte Auflage von Stingmon, von diesem Studio dazu. Das ist allgemein für Bonusteile öfters bei den Designstudios Figuren so. Genau weiß ich es hier aber nicht. Ich habe sie mitbekommen. Ich habe mir auch direkt vorbestellt. Kommen wir zum Punkt herausgearbeitete Details. Die würde ich auch zur sehr guten Umsetzung mit dazu zählen. Alle für Stingmon wichtigen Details und Merkmale sind nämlich an der Statue, wie es sein sollte, vorhanden. Wurden sehr gut herausgearbeitet, modelliert, auch von den Proportionen und Sculpt her sehr, sehr gut. Und sind, wie ihr sehen könnt, auch ziemlich scharfkantig modelliert. Quasi die Spikes sind ziemlich spitz. Gerade die Schulterspikes, die kleinen Spikes an seinen Füßen. Auch dieser Spike, die Krallen, ja, die sieht man jetzt nicht so. Oder die Finger. Ist alles sehr, sehr spitz proportioniert, wie man es sich wünschen würde. Was ich noch als besondere Punkte für eine super toll gelungene Umsetzung eines Insekten-Digimons noch besonders hervorheben möchte und muss, ist die geniale Art der Umsetzung der Augen und der Flügel. Denn die Augen sind, wie ihr sehen könnt, nicht nur lackiert oder sind nicht lackiert, nein, sie sind stattdessen aus diesen roten, durchsichtigen Plastik beziehungsweise wahrscheinlich eher Kunstharz geformt, wie ihr hier sehr schön sehen könnt. Haben wir mal ein Close-up auf die Augen gemacht. Ja, und das fand ich von Anfang an so, so gut und passend für einen Insekten-Digimon. Es erinnert mich auch stark an die besondere Umsetzung der Augen von Bandai Tamashii Nations Choshinga Tamashii Series Tentomon Adler Kabuterimon in Tentomons Form, den ich euch extra mal verwandelt habe, um das einen besseren Eindruck davon zu bekommen, was ich meine. Ja, das sieht bei ihm noch ein bisschen professioneller aus, aber das hatten die damals in der Promotion für die Figur ziemlich, also Bandai Tamashii hat das ziemlich hervorgehoben. Und ja, dadurch hat es eben so ein richtiges, natürliches Aussehen von Facettenaugen,
typisch für Insekten. Und dieser von Bandai erwähnte Abschluss mit einem Gefühl von hoher Qualität zu spüren, finde ich, ist für diese Umsetzung von Stingmons Augen darin etwas wiederzuerkennen, auch wenn Stingmon jetzt nichts mit Bandai zu tun hat. Aber dieser Ort der Umsetzung von Stingmons Augen ist doch mal super toll gelungen. Findet ihr nicht auch? Also, auch wenn die Farbe des Materials hingegen nicht ganz so akkurat ist, ja, die sollten nicht ganz so rot sein. Das Material und eher ja, mehr ins Orange gehen. Aber trotzdem, hier muss ich sagen, das mit der Durchsichtigkeit so zu machen, ist ziemlich bahnbrechend und einfach mega gut und spendiert der Figur ein besonderes Merkmal und Abwechslung zum Rest zur matten Farbgestaltung, wie ich finde. Und die Figur ist halt auch nicht von Bandai. Und die Designstudios lassen sich ja immer mal solche Freiheiten bei der allgemeinen Gestaltung und bei bestimmten Designelementen. Aber hier würde ich diese Umsetzung der Augen als ein riesiges Plus sehen, auch wenn sie etwas zu rot sind. Das war auch mein Hauptkaufgrund, denn es gab zum fast gleichen Zeitpunkt auch noch eine andere Stingmon-Statue von einem anderen Designstudio, die möchte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Die hat vielleicht noch eine coolere, aggressivere Kampfpose mit farblich akkurateren Augen, aber nur lackiert in dem Sinne dann die Augen. Die Flügel sahen etwas komisch und kleinlich aus, als wären die nur zum Produktbild dazugemalt. Und deshalb war mir die Umsetzung also unklar zuvor. Hätte auch ähnliche Option Parts, aber was gar nicht bei dem ging, ist die falsche Färbung für seine Spiking Finish Laser Spikes, die dieses Studio aus grünen durchsichtigen Material gemacht hat. Und das wäre halt die komplett falsche Farbe, weil die ja eher so, ja, pink sein sollten. Und wie gesagt, ich möchte euch das Bild auch zeigen. Moment mal, kurz schwenke ich mal rüber. Das ist die andere Statue und hier seht ihr, die Flügel sahen irgendwie merkwürdig aus. Auch sehr kleinlich, wie ich schon mal sagte. Auch wenn die Pose vielleicht etwas cooler ist, ich habe mich dann für den entschieden. Von D3 Studio wegen diesen tollen Augendesign hauptsächlich, habe ich ja schon erwähnt. Ja, und ich fand die Flügel vom Produktbild her eher besser passend proportioniert bei D3 Studio, was man so von den Produktbildern sehen konnte. Die waren halt besser proportioniert zum Rest von Stingmon. Und die wirkten richtig gut, selbst wenn die Farbe mich anfänglich nicht ganz so überzeugte, weil vom Produktbild her sahen diese Flügel aus, als wären sie eher aus bläulichen, durchsichtigen Material. Wirkte so, aber ich dachte, mal abwarten, und wenn mir das nicht so gefallen würde, weil auch dann nicht akkurat, könnte ich sie ja einfach weiß anmalen. Das zeige ich euch auch mal kurz. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Sieht man das dann mal? Hier auf der Box sieht man das. Und jetzt hat er seinen Spike verloren. Hier auf der Box sieht das eher so aus, als wären die bläulich. Ja, nicht weiß. Also das verfälscht ein bisschen. Hier sieht man es auch. Sieht eher bläulich aus. Und so sah es halt auch in diesen offiziellen Produkten Bildern aus, die da die 3 Studio den Shops zugespielt hat. Ja, und aber Leute, oh Mann, die Flügel entpuppten sich dann beim Auspacken auch farblich als mega gut umgesetzt. Über das Aussehen der Flügel schwärmte ich ja schon etwas während des Unboxings, trotz dass die Figur so beschädigt kam.
Sie sind, wie ihr sehen könnt, glücklicherweise nicht nur aus diesem blauen, durchsichtigen Material, wie vermutet. Die sind schon eher durchsichtig, sondern ja, sind so mehr so aus solchen milchig durchsichtigen farblosen Material, was in dieser Hinsicht definitiv ziemlich akkurat zum Originalcharakterdesign ist. Die sind halt nur weiß eigentlich. Auch die typische Äderung der Flügel ist vom Studio berücksichtigt und super toll herausgearbeitet worden. Die Äderung wirkt eher grünlich hervorgehoben, schattiert, wenn ihr das sehen könnt. Also bläulich ist hier eigentlich nichts. Die Ränder sind auch eher so grünlich. Und ja, aber das Beste an der farblichen Gestaltung und allgemeinen Umsetzung, Art der Umsetzung der Flügel, ist mit Abstand diese wundervolle, extra aufgebrachte, schillernde Schattierung, die das Studio extra noch in Betracht gezogen hat, um wieder so ein richtiges, natürlich typisches Insektengefühl damit zu erzeugen. Und das ist ihnen echt absolut gut gelungen. Die Flügel haben diesen Art schillernden, bläulichen Pearl-Effekt. Einfach herrlich. Das macht was her, wie ich finde. Die sehen so richtig wie schillernde Libellenflügel aus. Einfach auch richtig, richtig klasse. Und wenn es nicht so akkurat zum Original-Charakterdesign von Stingmans Flügeln passt, weil die eben eher weiß sein sollten. Und ihr wisst, ich bin eher für die bestmögliche Akkuratesse. Aber hey, das sieht verdammt nochmal richtig toll aus. Und deshalb muss ich da von meinen ursprünglichen Gedanken etwas abweichen. Da kann ich nicht anders. Die Flügel sehen so mega geil aus mit diesem bläulich schillernden Pearl-Effekt, den man auch in bestimmten Lichtverhältnissen nicht immer sieht. Es kommt darauf an, wie man die Figur dreht und auf die unterschiedlichen Lichteinflüsse. Je nachdem ist der schillernde Effekt kaum ersichtlich, schwächer oder stärker oder halt ganz stark. Und wenn der schillernde Effekt dann erscheint, ist er wundervoll auszusehen. Es passt anzusehen. Entschuldigung. Es passt halt super zu einem Insekt und diese Umsetzung ist einfach genial, wenn auch nicht so akkurat. Es sind wieder die erwähnten Freiheiten der Designstudios und es verhält sich wieder ähnlich mit den Flügeln wie mit den Augen. Der Schillereffekt der Flügel ist einfach aber bahnbrechend. Da hat sich das Studio echt was Besonderes einfallen lassen. Auch die Außenränder der Flügel haben diesen bläulichen Pearl-Effekt und schimmern so, weil der halt überall drauf ist, dieser Effekt. Und obwohl im Original hat Stingmann eigentlich gar nicht so diese andersfarbigen Ränder an den Flügeln. Der hat auch nicht so dicke Ränder. Die sind einfach nur dünn und weiß beim Originalcharakterdesign. Ist demzufolge auch nicht ganz so akkurat zum Original. Aber wahrscheinlich dachte das Studio, so sieht es besser aus und erzeugt einen besseren Abschluss. Besseres Gesamtbild für die Flügel mit den zusätzlichen Details. Wie gesagt, auch das sind wieder die Freiheiten für bestimmte Designelemente, auch wenn nicht akkurat. Aber die allgemeine Umsetzung der Flügel kann sich echt gut sehen lassen. Kurz gesagt, ein Top-Design hat er das Studio für die Flügel rausgehauen. Nicht wahr? Und das sehen wir uns jetzt auch gleich mal noch genauer an. Und wenn euch nicht schon die tolle Umsetzung oder Art der Umsetzung mit dem durchsichtigen Plastik für die Augen oder ja, Kunstharz überzeugt hat, sollten es spätestens jetzt die tolle Umsetzung der Flügel mit all den erwähnten Details dazu eben überzeugt haben. Ja,
Wie gesagt, ich habe jetzt viel dazu erzählt. Jetzt versuche ich euch diesen Schimmereffekt mal noch zu zeigen. Vielleicht klappt's ja. Das sieht halt unter unterschiedlichen... Ja, hier haben wir's. Hier haben wir den Effekt. Unterschiedlichen von nur durchsichtig, als wäre da gar nicht der Effekt drauf, bis wieder hin, bis der Effekt wieder erscheint. Eine sehr unterschiedliche, tolle Darstellung und Umsetzung für die Flügel ist ihnen wirklich richtig gut gelungen. Hat halt wirklich viel von solchen libellenartigen Aussehen so ein bisschen. Und dadurch ist das halt alles sehr, sehr natürlich und passt eben wie die Faust aufs Auge für die für so ein Insekt. So, ich denke, ich habe jetzt genug gezeigt. Es sieht wirklich Hammer aus. War sehr überraschend, dass die doch so schillern, weil wie gesagt, den Schiller-Effekt hat man in den Produktbildern absolut nicht gesehen. Die sahen hier, seht ihr ja selbst, die sehen eher wie aus bläulichen, aus farblosen und etwas bläulich angehauchten Material. Durchsichtig eben, aber dieser Effekt ist null zu erkennen. Ja. Und weil ich somit auch schon viel über Farbgestaltung erläutert habe, mache ich gleich noch mit dem Rest dazu weiter, so auf Hinblick Farbtöne der verschiedenen Details. Paint-Apps, sind alle Paint-Apps vorhanden, Textur der Farben und so weiter. Stingmon ist ja jetzt im Allgemeinen nicht so farbenfroh und hauptsächlich bezieht es sich auf dunkelgrün, schwarz für die Hauptfarbe bzw. Anthrazit, rot für das Haar, orangerot für die Streifen der Antennen und eisengrau, silber für die Finger, Krallen, Spikes oder auch grau. Hellgrau. Ja, und die hat die Stingmon-Statue auch zum größten Teil an sich, wie ihr sehen könnt. Also, das dunkle Grün passt und kommt gut an das Originalgrün ran. Ist sehr schön schattiert. Die schwarzen Details passen auch, wobei sie hierfür eher reines Mattschwarz gewählt haben. In meiner Vorstellung sollte es eher Anthrazit sein, aber naja. Das ist wieder das Thema mit den Freiheiten der Designstudios. Ich glaube zu erkennen, dass auch diese schwarzen Details leicht schattiert sein könnten. So hätten sie zumindest angedeutet, dass es kein reines Schwarz ist. Minomon mal kurz hier aus dem Weg räumen. Ja, hier haben wir das Grün. Ihr seht, denke ich, sehr gut, dass das schattiert ist. Es ist auch, wie gesagt, sehr detailreich alles. Jedes Merkmal hat die passenden Farbapplikationen bekommen, wie es sein sollte. Es ist eine sehr schöne Umsetzung einfach. Auch hier hat man sogar die Streifen an den Muskel und Bizeps, sage ich jetzt mal, beachtet. Die sind nicht nur herausgearbeitet, die sind eigentlich nur lackiert. Die sind nicht wirklich vertieft, die sind in Anführungsstrichen nur lackiert, aber selbst diese kleinen Details oder das kleine Detail hat das Designstudio beachtet. Für die Umsetzung dieser Statue. Ja, was mir nicht so gefällt, ist, dass das Haar so, das ist schon eher mehr braun.
braun, rötlich-braun sollte in meiner Vorstellung eher rötlicher sein. Die Streifen an den Antennen sollten eigentlich in meiner Vorstellung auch eher wieder ein bisschen mehr orange sein. Nicht ganz so rotbraun, aber ich glaube zu erkennen, dass es sogar eine andere Farbe als das Haar sein könnte. Was wieder schön ist, dass das wieder wenigstens unterschiedlich ist. Das sieht hier im Kamerabild viel unterschiedlicher aus als im tatsächlichen Tageslicht, muss ich sagen. Was sie ein bisschen falsch gemacht haben, ist die Färbung der Streifen unter den Augen und für sein Stirnsymbol ist eher orange. Das sollte eher gelb sein. Da haben sie ein bisschen falschen Farbton genommen. Also es gibt so einige Details, wo sie halt auch meiner Vorstellung etwas falsche Farbtöne verwendet haben. Das Rotbraun für die Streifen und das fürs Haar, das erinnert mich ein bisschen mehr an die Evo-Zähne. Die Showcrest-Shinka-Zähne, das sah das Design ja auch immer etwas unterschiedlich aus, als dann wieder in der richtigen Anime-Serie. Und das ist ungefähr die Färbung. Vielleicht haben sie das sich als Vorbild genommen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, sonst sind so alle Details lackiert und alle Paint-Apps dementsprechend vorhanden. Somit ist die allgemeine farbliche Umsetzung ziemlich gut. Bis auf die erwähnten etwas abweichenden Farbtöne wegen der Freiheiten der Designstudios. Aber dafür ist auch alles noch im Rahmen, wie ich finde. Ja. Das schattierte Weiß, was eher weiß ist für die Krallen und Spikes, das finde ich jetzt mit die schlechteste Wahl. Weil ich stelle mir da eher Metalldetails vor, dass die eher als Metall sein sollten. Und durch das schattierte Weiß sieht es halt eher aus, als wäre es so ein, ja, Spikes, die Finger richtig aus Horn, was sie eigentlich nicht beim Insekt sind. Finde ich ein bisschen unglücklich, unpassend gewählt. Aber zumindest sind sie etwas schattiert, dass sie nicht ganz so hell sind. In meiner Vorstellung sollten die eher grau sein. Eisengrau, Silber, wenigstens grau, weil ich die eher als Metalldetails ansehe. So sehen sie halt eher aus, als wären sie aus richtigem Horn. Ja. Aber die atemberaubende und einzigartige Umsetzung der Flügel und Augen reißt es für mich zum größten Teil wieder raus. Allgemein ist es hier eine matte Farbgestaltung, was auch wieder passt, weil Stingmon hat jetzt keine speziellen Details an sich. Eine schimmernde Rüstung oder eine strahlende Rüstung hat er einfach nicht. Deshalb passt diese allgemeine matte Farbgestaltung absolut. Haben sie sehr gut umgesetzt. Die Lackierung all dieser Details, Paint-Apps, ist auch ziemlich sauber. An manchen Stellen hat man manchmal, dass es nicht so richtig gedeckt hat. Dass nicht immer die Farbe in allen Ecken bis in die äußersten Ränder gelangt ist. Aber es war tatsächlich mehr an meiner ersten beschädigten Kopie der Fall. Diese zweite sieht hier diesbezüglich etwas besser aus. Dafür ist hingegen wieder die Paint-App des Stirnsymbols leider sehr schief und wie etwas doppelt übereinander ausgeführt, aufgedruckt. Und das ist wirklich schwach und sah am ersten Kopf tatsächlich besser aus. Und es zeigt auch, dass das Studio das eigentlich auch besser hinbekommen kann, dass hier
schiefe, trotz dass es halt eine Reklamation waren, Ersatzteile waren. Das geht eigentlich gar nicht diesbezüglich, noch weniger. Und ich zeige euch auch mal, hier sieht es sauberer aus, bei dieser, von dieser ersten Kopie der Kopf. Auch was den Streifen bei den Augen betrifft, ist sehr, sehr unsauber. Leider bei meiner zweiten Kopie, das sieht bei diesem beschädigten Kopf besser aus. Leider, leider sieht das hier liederlich aus. Und das ist halt schade und schwach. Ja, auch die Streifen an den Antennen sind teilweise sehr, sehr unsauber lackiert, liederlich. Und das ist wirklich schwach. Hatte ich einfach auch wieder Pech mit der zweiten Kopie, würde ich da sagen. Von den Produktbildern her sehen die fotografierten Statuen vom D3 Design Studio viel, viel besser aus und vor allen Dingen makellos als das tatsächliche Produkt, was man dann bekommt. Vor allem, was die tatsächliche unsaubere Lackierung, was ich euch gerade gezeigt habe, betrifft. In diesem Fall kann die Qualität vom D3 Studio für Irms Dingmann in keinem Fall mit den offiziellen Megahouse-Figuren deren Qualität mithalten und wahrscheinlich auch nicht mit der von anderen Designstudios. Also hier ziemlich liederlich, vor allem was die Qualität an zwei verschiedenen Kopien so, also dass die an zwei verschiedenen Kopien, dass ich das halt daran sehe, so unterschiedlich ist, ist mehr als merkwürdig und zeigt hier, dass das D3 Studio eine weniger gute Qualität bei der Sauberkeit der Lackierung hat. Somit wäre auch alles zum Punkt Sauberkeit der Lackierung gesorgt. Ich zeige euch auch nochmal so eine unsaubere oder liederliche Verarbeitung, unsaubere Lackierung, wo es gar nicht richtig gedeckt hat, hatte ich mal am Flügel entdeckt. Hier. Da fehlt einfach der Schiller-Effekt ein bisschen. Ja, und auch hier sind solche Rückstände teilweise zu sehen. An den Flügeln, solche Produktionsrückstände, was eine offizielle Figur wahrscheinlich auch nicht hätte. Man muss halt Abstriche machen. Tatsächlich bei dieser D3 Studio viele, was die Sauberkeit betrifft, wobei auch wiederum kleine Details wie die Streifen, muss ich auch im Gegensatz erwähnen, die sind auch wieder eigentlich ziemlich sehr sauber. Und hier sieht man ein bisschen das, was ich meinte, wiederum mit der Unsauberkeit, dass Farbe nicht immer bei allen Details in alle Ecken gelangt ist. Hier sieht man das deutlich. Es ist teilweise sauber, teilweise auch sehr liederlich. Von der Qualität her. So, mein nächster Punkt wäre Größe. Mit den Antennen bis zur Biegung vom Boden aus gemessen. Die Biegung oder Spitze bis zur linken Antenne ist beinahe 22,5 cm. Die Biegung ist ungefähr gleich mit der Spitze. 22,5 cm. Spannweite des oberen Flügelpaares bringt beeindruckende 27 cm und ist damit breiter als die Figur hoch ist oder groß. Die Spannweite des unteren Flügelpaars ist knapp unter 18 cm. Und die ausgefahrenen langen Spikes sind ungefähr 5,5 cm lang. Das gilt für beide, weil es ist die gleiche
ich sag jetzt mal vorsichtig, Spritzgussform. Ja. Option Ports. Ist sehr schön, dass das Studio diese Option Ports berücksichtigt hat. Da es eine unbewegliche Statur eben ist, ja, kann man die Statue wenigstens mit den Option Ports immer etwas anders präsentieren, beziehungsweise bieten die Option Ports verschiedene Möglichkeiten, die Statue etwas anders aussehen zu lassen. Im Prinzip verändert sich ja auch dadurch die Ausstrahlung der Pose fürs Dingmon dadurch etwas. Die Option Ports sind, wie zuvor schon mal kurz erwähnt, sehr gut umgesetzt. Besonders die Laser Spikes für seinen Spiking Finish gefallen mir sehr gut. Was auch wieder komisch ist, ich habe hier nochmal die anderen. Selbst da gibt es einen Farbunterschied. Ich glaube, die waren von der ersten Kopie und die sind von der zweiten. Die sind viel kräftiger und die sind etwas blasser. Also selbst da gibt es Unterschiede. Keine gleichbleibende Qualität, was man aber eben auch nur sieht, wenn man eben in meinem Fall zwei Kopien hat. Die haben tatsächlich die Option Ports nochmal zur Reklamation dazugelegt. Was auch gut ist, weil sonst würden die Spikes in den Händen fehlen. Die kurzen hätte man dann nicht. Ja. Ist ein sehr schöner, ziemlich akkurater Farbton für die vom durchsichtigen Material her. Auch wenn es jetzt unterschiedlich ist. Finde ich, sind denen gut gelungen. Besser als die grünen von der anderen Statue, wie gesagt. Und könnten sogar auch etwas schattiert sein. Ich weiß nicht. Es wirkt ein bisschen so, wenn man die bei richtigem Tageslicht sieht. Die verlängerten normalen Spikes sind, wie gesagt, vom Sculpt her die gleichen. Wie die durchsichtigen sind halt nur die normalen Spikes in den Handschuhen in ausgefahrener Form. Die sind eben auch so weiß schattiert und damit ist es ein bisschen falscher Farbton auch. Und ich werde euch auch mal noch so einen verlängerten normalen Spike anstecken. Dass ihr das mal gesehen habt. Hält ziemlich gut. Ich habe das alles mit Küchenpapier, wie gesagt, ausgestopft. Dass das für die Review einigermaßen hinhaut. Haben wir mal die ausgefahrenen normalen Spikes dran. Um mal einen Eindruck zu bekommen, wie das aussieht. Wenn wir hier schon so lange Reviews machen, kann ich euch auch alles zeigen. Haha. Das ist nämlich mein Fluch, der geht hier wieder auf. Wird wieder lang, die Review. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wie gesagt, leider halten die meisten der Option Ports sehr schlecht oder gar nicht. Die Löcher oder die Enden, die sind nicht aufeinander abgepasst. Das ist wieder ein sehr großes 0815-Prinzip, schlecht konzipiert. Und um einen Halt in den Löchern zu erzwingen, kann man sich etwas mit diesem Küchenpapiertrick reinstecken, helfen. Anders geht's nicht. Anleimen ist schlecht, weil dann kann man sie ja nicht mehr austauschen. Na? Und ja, ist ja logisch. Und nehmen wir uns mal noch der Bonusfigur etwas an von Minomon. Auch da habe ich Küchenpapier reingesteckt, dass das jetzt für die Review besser hält. Der kleine Faden dort. Sehr schön modelliert ist die Minomon-Figur auch.
ihr sehen könnt. Die Art Tannenzapfenspitzen sind auch sehr spitz modelliert, scharfkantig modelliert. Alle Details sind vorhanden, haben schöne passende Farben und Farbtöne gewählt. Alle Paint-Apps sind vorhanden für die Augen, sogar die weißen Glanzpunkte oder Pupillen. Das Braun ist vielleicht etwas zu hell, aber naja, mit Sockel bis Kopffadenspitze misst diese kleine Minomon-Figur ca. 8,5 cm mit dem kleinen Ständer da unten dran, der anmodelliert ist, ja, bis zu dem Kopffadenspitze halt 8,5 cm. Ist etwas zu groß für das richtige Größenverhältnis, wie ich finde. So groß sollte im Verhältnis vielleicht eher ungefähr Wurmmon sein. Aufgrund der Übergröße dieses Minomons habe ich auch die Original Megahass-Figuren für die Stop-Motion-Evo-Szene von Minomon und Wurmmon genommen. Auch Leafmon natürlich. Aber hey, dieses Minomon als Bonus dazu bekommen zu haben, ist trotzdem sehr, sehr schön. Es ist sehr niedlich, wie gesagt, als kleiner Bonus hier dazu zu bekommen. Fand ich jetzt sehr gut. Ja, kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Vom Fuyuchi K-Shop für 107,82 Euro Artikelpreis vorbestellt. Versandkosten waren mit 17,32 Euro ziemlich günstig, weil ihr habt gesehen, die Box ist sehr, sehr groß. Auch wenn die Statue nicht ganz so groß ist, habe ich ja im Unboxing gesagt, aber die Größe der Statue ist tatsächlich ziemlich groß, werdet ihr dann auch im Vergleich noch sehen. Nur die Box war halt wiederum auch sehr groß im Vergleich zur kleineren Figur. Wenn die Statue unbeschädigt ankommt, ist auch der Artikelpreis mit den knapp 108 Euro vom Shop ziemlich fair angesetzt. Stingmon ist ja nun nicht so klein, wie ich schon gerade gesagt habe. Eine offizielle Megahass-Statue von Stingmon hätte wahrscheinlich eine ähnliche Größe, vielleicht sogar kleiner. Und früher einen ähnlichen Preis gehabt, vielleicht unter 100 Euro, aber mittlerweile wäre der Preis für ein Megahaus-Dingmon bestimmt sogar viel höher als 108 Euro durch diesen extremen Preisanstieg bei Megahaus. Und auch die Design-Statuen haben halt ihren Preis, den man zahlen muss. Da gibt es nichts zu rütteln dran. Wobei dieser Preis für diese Statue definitiv auch zu den eher sehr günstigen gehört im Vergleich zu anderen Designstudio-Figuren. Die haben auch Preise. Da wird es einen schwindlig. Also wie gesagt, wenn man ihn unbeschädigt bekommt, oder würde, bekommen würde, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hier gut. In meinem Fall mit der ersten beschädigten Kopie und der zweiten wieder beschädigten Kopie und deren zusätzlich schiefen Paint-Apps am Kopf und Antennen muss ich natürlich für mich persönlich Abstriche machen in Hinsicht der Qualität und des anscheinend unzureichend geschützten, unangemessenen Verpackungsstil vom Studio für diese spezielle Figur. Das kann man schon als ziemlich schluderhaft bezeichnen und schlecht. Ich meine, die erste kam beschädigt, dann tat der Shop auf meine Anweisung alles dafür, dem Studio mitzuteilen, dass sie ihn besser geschützt einpacken sollen und das Studio versorgt wieder. Das spricht eigentlich Bände, dass es das Studio nicht so richtig ernst nahm, richtig Ahnung hat von dem, was es tut, beziehungsweise anscheinend nicht fähig ist, eine zufriedenstellende Qualität im vollen Umfang den Kunden zu bieten, oder sie wollen eben einfach nur Geld machen und sorgen aber sich nicht so sehr um die tatsächliche Qualität. Und es ist halt alles ein bisschen, ja, schluderhaft, auch was diese unterschiedliche Lackierung betrifft.
Die wollen halt Geld machen, sorgen sich aber nicht so um diese Qualität. Auch das, was ich vorher zu den makellosen Produktbildern und der weniger guten tatsächlichen Qualität für Stingmon hier sagte, spielt hier mit rein. Das ist echt schade, weil die Figur im Allgemeinen gut umgesetzt wurde. Meine erste Erfahrung mit der ersten Statue von diesem D3-Studio, eine eher ziemlich ernüchternde Erfahrung und definitiv die schlechteste Qualität von meinen bisher nun drei Design-Studio-Figuren. Kurz gesagt, Maple Country Studio Lightramon und Digi Digimon House Metal Seed Ramon sind da besser. Ja? Ich hatte diesen D3-Studios Dingmon bei so einem Ebay-Shop, der auch nur mit solchen inoffiziellen Designstudio-Figuren handelt, gesehen. Und dieser Shop wollte ca. in die 180 oder sogar mehr Euro, Dollar dafür. Und nochmal 50 Euro für den Versand extra. Das wären weit über 200 Euro, Dollar gewesen. Was ein unglaublicher Wucherpreis wäre, das ist die Qualität für diese Figur definitiv nicht wert. Also lasst die Finger von diesem Ebay-Shop. Und kauft lieber bei For You GK oder Fail for GK Shop. Die haben definitiv viel bessere und fairere Preise als der eBay Shop. Gold Ching Bao heißt das, glaube ich. Ja. Ja. Kauft lieber bei diesen Shops. Jetzt werde ich euch nochmal kurz diese durchsichtigen Laserspikes anstecken. Mal sehen, welcher hier besser hält. Nicht wirklich alle besser, dass ihr das noch gesehen habt. Der For You GK Shop hat definitiv versucht, mir einen besseren Service zu bieten. Der For You GK Shop kann auch nichts wegen schlechter Qualität der Studios. Sie haben die Reklamation zufriedenstellend für mich über die Bühne gebracht und sogar mit diesem nachträglichen knapp 30 Euro Rabatt gegeben, da das Studio wieder versagte. Somit hat mich der ursprüngliche Kauf nur noch knapp unter 100 Euro gekostet. Ich durfte den Beschädigten behalten, den ich auch reparieren kann und gegebenenfalls wiederverkaufen könnte. Das bringt uns zur Kaufempfehlung. Ja, da weiß ich nicht so, was ich dazu sagen soll. Ihr habt jetzt alles ausführlich gehört und könnt euch selbst ein Bild über die Qualität des D3 Studios machen. Die Figur ist allgemein gut umgesetzt. Dass sie zweimal beschädigt kam, wirft kein sehr gutes Licht auf das D3 Studio und ihre allgemeine Handhabung, Qualität. Den For You GK Shop kann ich dagegen nichts Böses nachsagen. Sie haben alles getan, um die Reklamation zufriedenstellend zu machen und somit meinen ersten Kauf. Falls euch die Figur, so wie sie ist, zusagt, ihr mit den etwas falschen Farbtönen und eventuell etwas unsauberen Lackierungen bestimmter Details klarkommt, dann mal ein vorsichtiges Ja von mir zur Kaufempfehlung. Wie gesagt, die allgemeine Umsetzung ist ziemlich gut. Wenn ihr die Bonusfigur noch mit dazu bekommt, überzeugt euch nochmal. Ja, ist jetzt sehr locker, der Spike. Da steckt jetzt anscheinend viel Küchenpapier drinne. Aber für die Review hat es ziemlich gut gehalten, muss ich sagen. Ich hätte es tatsächlich schlimmer vorgestellt. Es hält tatsächlich ziemlich gut. Machen wir nochmal ein Close-Up auf die Spikes hier. Auf seine ausgefahrenen Laser-Spikes. Spiking Strike! Attacke! Ja. Wie gesagt, die allgemeine Umsetzung ist wirklich ziemlich gut, auch in Hinsicht der
Spike Option Ports, die ihr dazu bekommt. Oder man dazu bekommt. Die man dazu bekommt. Aber ihr müsst wahrscheinlich damit rechnen, diesen Stingmon etwas beschädigt zu erhalten. So wie das Studio es mit dem Schutz und der Verpackung handhabt. Und wenn sie das immer so tun, und was eigentlich auch absehbar ist, dass sie es immer so tun, dann sind eben Beschädigungen vorprogrammiert. Ich habe den D3 Studio mit einer weiteren Vorbestellung einer Statue von Nefertimon nochmal eine Chance gegeben. Sah auch wieder makellos von den Produktbildern her aus, mit relativ gutem Preis. Ich bin mal gespannt. Vom D3 Studio gibt es übrigens auch eine Exvemon-Statue und eben auch noch viele andere. Ja, kommen wir noch zur Box-Review. Ich zeige euch nochmal die Box. Stecke ich lieber den kleinen wieder an. Ich weiß nicht, ob der besser hält. Das ist immer ein sehr großes Experimentieren hier. Was ich auch noch zur Box übrigens sagen muss, ist, dass die Boxbilder hier eigentlich auch ihn mit mehr orangenen Streifen zeigt. Seht ihr das? Wir haben halt Produktbilder. Ich bezweifle stark, dass das tatsächlich Produktbilder sind. Ich denke, das sind eher am Computer erstellte Bilder, wie die Figur aussieht, weil das tatsächliche Aussehen eben etwas anders ist. Ich habe es euch ja schon mal ein Unboxing gezeigt. Schöne Produktbilder. Auch das fand ich cool. Mit diesen Digi-Weiß aus der zweiten Staffel. Hießen die nicht auch D3? Digi-Weiß? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es auch passend schwarz. Wegen Kens Digi-Weiß war schwarz. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, weil der Karton schwarz ist und das halt dann so drauf designt ist. Es ist der Name des Studios, wie gesagt. Auf der anderen Seite haben wir noch dieses Produktbild. Oder am Computer erstelltes Bild. Ja. Unten und oben ist es schwarz. Und das war es eigentlich auch zur Box. Habt ihr, wie gesagt, habe ich euch das schon im Unboxing ein bisschen besser gezeigt. Ja. Machen wir nochmal Vergleiche, um das Video dann auch mal zu beenden. Als erstes habe ich hier das Stingmon Model Kit. Für euch zum Vergleich. Moment. Ich muss sie erstmal hier finden. Damit ihr mal seht, wie die zusammen aussehen. Ist natürlich viel, viel größer. Stingmon Model Kit. Ich hätte noch das Exvemon Model Kit. Das bessere. Habe ich ja ein Video schon mal drüber gemacht. Das Paildramon Model Kit. Von der gleichen Serie, wo Exvemon heraus vorging. Adler Kaputerimon Model Kit. Was vergleichbar mit den einfacheren Stingmon Model Kit hier ist. Die sind halt alle sehr winzig dagegen. Nur, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß der ist. Und die Model Kits sind auch seltener. Was habe ich denn noch? Chocras Super Evolution Stingmon hätte ich noch anzubieten. Moment, mit meinen selbst gebastelten Flügeln. Ich muss es wieder hier erwähnen, weil
Im Original hat die Figur keinen Backpack mit den Flügeln. Komplett nicht berücksichtigt worden. Das ist die transformierbare, die Digivolving, die japanische DNA-Digivolving-Figur. Super Chokras Evolution. Choshinga Chokras Evolution. So einen ähnlichen Namen hatte die, wo es halt die Ex-Wimon-Figur dazu gibt. Ich habe auch Videos dazu gemacht, die man zu Peltramon aus zwei Figuren einer kombinieren kann. Unsere Version war ja ein Triple Changer. Ja, um zu sehen, wie die zusammen aussehen, ist mit der größte Stingmon, den ich euch hier mit zeigen kann. Was habe ich denn noch? Digivolving Kabuterimon, Mega Kabuterimon, unsere europäische Version. Ein paar Insekten hier mit zeigen, um zu sehen, wie die zusammen aussehen. KO Action Feature Stingmon und KO Action Feature Kabuterimon hätte ich noch anzubieten. Die sind größer als die Originalfiguren. Habe ich auch schon mal in einem meiner Videos mit erwähnt. Um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Die Real Peltramon, die original japanische Actionfigur von damals, hätte ich noch anzubieten zum Vergleich. Choshinga Tamashii Series Tentomon hatte ich euch ja schon gezeigt. Werde ich euch nicht nochmal zeigen. Standen alle Weile dort. SH Figure Arts Imperial Tramon, das war noch eine Tamashii Figur hier zum Vergleich mit reinbringen. Auch der ist kleiner als diese Stingmon Statue. Wie ihr es sehr gut sehen könnt. Ja, ein paar Precious GM bzw. GM-Figuren noch von Mega House. Habe ich noch vorbereitet. Angemon. Kommt am meisten hin vom Größenverhältnis. Aber selbst da ist Dingmon noch größer. Habe ich gleich noch das Gegenstück. Precious GM. Angewürmern. Holy Arrow Version. Um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Ja, eine meiner letzten Reviews. GM Series. Nein, das waren gar nicht GM Series. War Mega House Figuren einfach. Die Datasets. Tentomon. Noch passender. Seine Vorentwicklung. Warmon. Und seine zwei Baby-Entwicklungen. Leafmon und Minomon. Um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Vielleicht ist das Dingmon auch einfach ein bisschen zu groß im Verhältnis. Aber es kommt vielleicht schon ungefähr hin. Aber ihr seht, wie riesig dieses Minomon dagegen ist. Das ist größer als Wormon. Und ich denke, das ist eindeutig größer als dieses Original Minomon von Mega House. Ja. Ich hätte noch eine verwandelbare Figur von Frontier, weil es auch eher ein insektenartiges ist. Blitzmon bzw. Beetlemon. Halt, du musst hier bleiben. Beetlemon noch wegen Insekt, um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Und dann habe ich noch Mabel Country Studios Leitramon vorbereitet.
um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Es ist zwar kein Insekt, aber noch so eine inoffizielle Statue als Vergleich. Stingmon ist wirklich richtig groß. Der ist fast so groß wie Precious GM Alphos Vitramon. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist eigentlich nicht wirklich klein. Und als letzten für heute diese Review: Precious GM Imperial Dramon Dragon Mode. Der ja auch ziemlich groß ist. Seht mal, wie groß Stingmon ist. Er ist wirklich ziemlich groß, Stingmon dagegen. Auch. Ja, damit wären wir auch durch mit der Review über die 3 Studio Stingmon. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Ich wollte die Review eigentlich tatsächlich kürzer machen, aber ich habe es wieder nicht hinbekommen. Ja, mein Fluch hat hier wieder zugeschlagen. Ja, falls trotzdem der Fall ist und es hat euch gefallen, dann sage ich mal, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oh Mann. Ja, ist halt. Wieder hier was passiert. Ich hätte es lieber lassen sollen. Ich lasse es auch. Habt jetzt alles gesehen. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Ansehen. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Bis zum nächsten Video. Euer Mega 88 1000. Und verabschiedet euch auch von der tollen Stingmon-Figur.